Wie versprochen, sofort zurück. Es ging leider nicht anders, sonst hätte ich wieder Überlänge und ich hätte noch mehr hin und her schneiden müssen. Also, wo sind wir stehen geblieben? Ich habe den Test mit drei Arbeitsspeichern durch. Dann habe ich den Test mit zwei auf Schwarz-Schwarz durch. Jetzt probiere ich den direkten Nebeneinander-Test, weil es gibt diesen Dual-Channel. Dann müssen das zweimal dieselben sein und dann gibt es, glaube ich, noch diesen. Wie heißt der? Single? Ich weiß gar nicht, wie der normale heißt. Weil normalerweise auch bei alten Rechnern wurden die immer nacheinander gesteckt, größtenteils. Und es gab seltene Dual-Varianten, die zusammengesteckt werden mussten. Ich werde das ausprobieren. Vorher ist er ja schon mal nicht angegangen. Kann natürlich auch sein, dass die Grafikkarte irgendwo defekt ist, aber dann, ja, Sache. Ich habe keinen Tweeter, also keinen kleinen Lautsprecher drin. Dann würde ich wahrscheinlich auch akustisch eine. Wie heißt das? Ein Piepton zumindest bekommen. Habe ich allerdings nicht. Naja, die Festplatte ist bis jetzt auch noch nicht durchgelaufen, was mich sehr wunderte, weil normalerweise gehen dann zumindest die ganzen Festplatten komplett durch und fahren hoch. Also irgendwo scheint hier noch der Teufel im Detail zu stecken. Wie gesagt, ich werde das jetzt probieren. Ich habe sie jetzt in Reihe geschaltet, sage ich mal. Ne? Wie gesagt, das erste Mal war ja schwarz, 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 die ersten drei. Dann habe ich ja die ersten zwei probiert mit Sockel 1 und Sockel 2 von Schwarz. Hat auch nicht funktioniert. Jetzt probiere ich die Variante. Lass bewusst auch mal den dritten draußen, weil normalerweise sagt man ja 2, 4, 6. Deswegen wundere ich mich, warum überhaupt ein dritter im Spiel ist. Und ob ich, wenn es läuft, überhaupt den dritten am Laufen bekommen würde. Gut. Das Mainboard ist wieder da. So, ich würde sagen, ich drücke einfach wieder den Knopf und wir lassen uns überraschen. So, oh, okay, das ist neu. Das hat er vorher nicht gemacht. Noch kein Bild. Oh, wir haben ein Bild. Wir haben schon mal ein Bild. Das ist schon mal sehr gut. Marvel X Adapter BIOS Version 1.0. Habt nichts weiter lesen können. Please enter Recovery BIOS Setting F1 to One Setup to load default values and continue. Ich würde sagen, ich lade einfach die ganz normalen Defaults. Nein. Der hat echt noch Windows 7 drauf. Das kann natürlich ein Benutzer sein. Ich guck mal eben weg. Aber geil. Also ganz ehrlich, ich habe solche Arbeitsspeicher noch nicht gesehen. Ist ja voll geil. Also die werde ich definitiv keinem geben. Das ist ja eine geile Spielerei. Kenne ich selber noch nicht. Er hat immer noch das Windows-Bild. Also dafür, dass er meiner Achtung nach viel Power haben müsste, auf dem ist dann Problem auf dem muss neu gestartet. Jetzt wird ein Neustart ausgeführt. Boot-Device. Okay, ja, dann mach mal. Aber geil. Ich meine, überleg mal. 22 Euro. Hallo? 22 Euro plus Laptop. Den Dell in meinem anderen Video. 750 Watt Netzteil. Kosten bestimmt noch, ja, 60 Euro. 2 Terabyte. Okay, keine SSD, aber 2 Terabyte. Ein Blu-ray-Laufwerk. Mit Brennerfunktion. Allein der Kühlkörper, der wahrscheinlich ja, bestimmt immer noch 40 Euro kostet, wenn nicht sogar aufwärts. Eine alte GTX 650. Also, was will ich mehr? Ich habe 22 Euro bezahlt und, also wenn das Ding hier zumindest schon mal angeht und irgendwelche Device-Probleme hat, also es ist ja im Moment, liegt es ja wahrscheinlich irgendwo an etwas anderem noch. Kann ja auch sein, dass die Grafikkarte, nee, kann ja nicht, Grafikkarte ist ja da. Vielleicht noch falsche Einstellungen hat, weiß ich nicht. Aber ich finde die Arbeitsspeicher genial. Könnt ihr mal berichten, ob man die bekommt auf den neuen muss neu gestartet werden müssen. Okay, also er macht immer noch Probleme. Halten Sie folgendes bereit, Support anzurufen. Stillstandcode Incredible Device Boot. Also irgendwas kann der von der Festplatte nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass deswegen derjenige, der den Computer verkauft hat, direkt gesagt hat, das Ding kommt auf den Müll. Moment. Moment. Das F1.
Ah, no heart is detected. Habt ihr gesehen? Manche Reparatur wird vorbereitet. Macht das. Dem hat er keine Festplatte erkannt. Aber dennoch macht er weiter und kommt mit Windows 7. Na gut, das ist ein kleines Problem. Ich meine, Windows 7 habe ich selber. Ich weiß auch noch nicht, um wie es, um zu wissen, was für eine Hardware da jetzt wirklich drin steckt. Das interessiert mich und euch wahrscheinlich natürlich viel mehr. Aber ich muss sagen, dafür, dass der Rechner 1, 2, dem vom Lüfter, den seht ihr nur von unten, 3, der hier hinter, 4 und den ich gerade nicht dran habe, weil das Gehäuse offen ist, 5 Lüfter hat, schnurrt er echt wie eine Katze. Dum, 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 dum. Diagnose. Also, das heißt für mich, einfach Windows neu aufspielen. Und ich habe auf jeden Fall noch einen anfänglich guten kleinen Spielerechner. Wie gesagt, ich bin selber gespannt über die Prozessoreinheit, die drauf verbaut wurde. Ich weiß auch nicht, ob es schon vielleicht ein. Ist es ein AMD? Ist es ein Intel? Keine Ahnung. So, wurde nicht korrekt gestartet. Leuchtstoff neu zu starten, das Problem mit dem, wir können auf der Weiterleitung klicken und einfach ausprobieren. Will ich nicht. Ich mache erstmal Neustart. Weil an sich würde ich dann so oder so komplett neu installieren. Dann bin ich mir sicher, nicht irgendwelche neuen Fehler auftreten. Kann auch sein, dass natürlich durch den ganzen Transport oder so die Festplatte beschädigt ist. Loading Asus irgendwas. Ich drück mal. Na komm. Zeig dich. So, das wollte ich wissen. So, Samsung. Die Festplatte wird auf 5 erkannt. Sprache. Ich kann sogar die Sprache wählen. Hehe. Auch keine Selbstverständlichkeit. Warte. Verarschen? Nee. So viel zur Sprache, nur Englisch. Egal. AI Tweaker, CPU 2,66 GHz, der RAM mit 1066. Voltage, Voltage, Voltage. Da lasse ich die Finger von, da kenne ich mich ganz ehrlich zu wenig aus. CPU-Konfiguration, Chipsatz. North Bridge, das ist, soweit ich weiß, glaube ich, mit Ding. Oh nein, geil. Also, es ist noch ein Intel Core i7 CPU mit 2,67 GHz. Yeah, das ist gut. Mit 2,66 GHz pro CPU, Level 1, Change 256 KB, 1024892. Ratio Status Minimum 12, Maximum 21, Value 20, CPU ID 106A5. Das Schöne ist, der hier unten, den ich hier stehen habe, ist ein i5er. Ein i3er sogar, Entschuldigung, ein i3. Den habe ich auch von einem guten Kollegen bekommen, geschenkt für nichts. So, Problem ist, ich habe eine Streamer-Karte drin. Die kann ich euch mal eben zeigen. Da unten das Ding, wo die zwei Karten reingehen. Aber der möchte unbedingt ein i5 und das Ding hängt hinterher. Das bedeutet mir hier schon mal, ich habe einen i7er, der vollkommen ausreicht, um einen Streaming-Rechner daraus zu machen. Das gefällt mir. So. Okay. 22 Euro. Überlegt immer noch drüber nach. Das ist... Wow. Wahnsinn. Gut. Lass alles so stehen, wie es war. Da fummel ich noch nicht weiter rum. Ja. Speichern mal, wie es war. Und geh raus. Yeah. Doch ein i7. Geil. Und ich sage ja. Also ich weiß nicht, wie man die Dinger auf dem Trödel für so wenig Geld verkaufen kann. Die Leute, ich glaube, die hatten echt keine Ahnung. Vielleicht haben sie sogar von ihrem Sohn das Ding verkauft, weil der böse war. Ich weiß es nicht. Aber ich bin begeistert von dem Teil. Allein immer noch wegen dem Arbeitsspeicher. Ich möchte nicht wissen, was die Dinger kosten. Ja, könnt ihr ja mal nachgucken. Ich zeige euch den einen mal hier noch, der hier rumliegt. Den hier. Ja.
Ballistics Tracer DDR3 RAM. Ja, die Clockzeiten. Moment. Ihr könnt ja selber nachgucken, was ein so ein Riegel allein noch kostet. Ich meine, mit LEDs, keine Ahnung, was mögen die noch kosten? 30 Euro? Ich habe jetzt gar nicht auf den Arbeitsspeicher geguckt, wie viel gerade drin ist. Habt ihr drauf geachtet? Ich auf jeden Fall nicht. Aber das war auf jeden Fall jede Mühe wert. Wie gesagt, ich habe jetzt gute 2 Stunden immer noch Problem. Also ich werde das Ding mit dem Support anrufen. Der hat mit dem Booten Probleme da unten. Ne? Sogar ein negativer Smiley auch neu. Okay, ich lasse ihn so. Ich weiß auf jeden Fall, was ich zu tun habe. Dass ich da ein neues System ausspielen werde. Ich fahre ihn jetzt auch runter. Ach, noch einmal auf die LEDs. Die haben echt einen blöden Knopf genommen. So, das war's. Gut, Arbeitsspeicher habe ich immer noch nicht geguckt. Oh, komm, wir gucken noch den Arbeitsspeicher. Juckt euch auch in den Fingern, kennt ihr doch, oder? Bum, 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 bum. Lalalala. Es gibt so manche Sachen wie Loading Asus Express Gate. Okay. EC Flash 2. 2 GB, dann 40, 4000 MB? Hä? Also 4 GB. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, wo war's? Moment. Systeminformationen, machen wir das ganz einfach. Okay, 4 GB Arbeitsspeicher. Okay, das reicht trotzdem. Ich meine, ja, der i7er haut ja gut, ist nicht die neueste Generation, aber der reicht an sich noch. Ne? Deswegen, jetzt frage ich mich bei der i7 CPU 920, ist das noch. Boah. Wisst ihr es? 2 Kerner, 4 Kerner, 6 Kerner bestimmt noch nicht. Wo sieht man das denn? Klock, 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 klock. Ich sehe nur Uhren. Ratio, Intel Speed. Chip Sachs. Ah, ne, da war ich vorhin drin. Die da. Da der 3 hat, würde ich den 3-Kerner kann ja nicht. Cool. Ich müsste selber googeln, werde ich auch machen, um genau zu wissen, ob das Ding hoffentlich doch reicht für meinen Streaming-PC irgendwann mal. Oder ob ich die A-Karte habe, dass der doch nicht reicht. Weil auch da gibt es immer noch große Unterschiede. i3, i5, i7, klar, aber auch einmal von der Geschwindigkeit, von den Prozessoren. Das ist so eine Hin- und Herspielerei, um einfach die Menschen auch zu verwirren. Ne? Also ich gehe auf jeden Fall vom 2-Kerner aus. Wenn ich Glück habe, einen 4-Kerner. Aber da sehe ich gerade nichts. Gut, wir gehen raus. Der fährt ja eh noch nicht rum, wie er soll. Aber ihr seht, das ganze System an sich arbeitet. Die Grafik wird schon mal durchgeschliffen. Das ist natürlich nachher von Windows und mir die Aufgabe, die Treiber zu installieren. Aber ich weiß ja, welches Modell. Und da es noch etwas moderner ist, werde ich auch da die Treiber für bekommen. Aber ihr seht, jeder Aufwand hat sich gelohnt. Klar, 22 Euro plus Arbeitsstunden, wenn er denkt. Lass das 20 Euro sein, da bin ich immer noch bei. 62 Euro. Das kann man nicht gegenrechnen. Allein der Wert, der hier drin steckt, ist es auf jeden Fall 10-mal mehr wert. Ja, ihr könnt ja mal schreiben, was es euch wert wäre, dieses Gerät, sag ich mal. Wenn ihr jetzt so dastehen hättet, laufbereit, ohne Monitor, aber laufbereit, was ihr dafür noch ausgeben würdet. Würde mich interessieren, könnt ihr ja einfach mal in die Community reinschreiben. Ne? Also ich hätte nie damit gerechnet, dass der so einwandfrei funktioniert. Und wenn wirklich nur die Festplatte kaputt ist, mein Gott, das ist eine alte, wie heißt das? 3,5 Zoller, ne? Noch nicht mal eine SSD. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Computer schütteln würde, wäre das Ding so oder so im Eimer. Daher behutsam öffnen. Werde ich das einfach austauschen, dann habe ich einen super Rechner. Okay. Ich beende mich vor allem. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich will hoffen, euch hat das Ganze drumherum mehr Spaß gemacht als das hier zum Schluss, sage ich mal. Auch wenn der Arbeitsspeicher mir immer noch super gefällt, könnte ich echt beeinschlafen.
Ja, gucken. Vielleicht werde ich das gleich mal probieren, ob der mit 3 startet. Wenn die in der Reihe sind, glaube ich zwar nicht. Dann wären es wahrscheinlich 6 GB. Er kommt immer noch mit der Fehlermeldung. Ja, ich werde berichten, was ich aus dem Ding gemacht habe. Auf jeden Fall, Potenzial steckt drin. Man könnte also einerseits wahrscheinlich, wenn das ein i7 ist, noch eine neue CPU installieren. Den ordentlichen Lüfter dafür habe ich auf jeden Fall drauf. Und an sich funktioniert das noch. 750 Watt reichen vollkommen. Ne? Daher, wenn ich wollen würde, noch 3 Grafikkarten reinschmeißen. Ja. Entschuldigung. Da kann man was Rares holen. Und dass dann hier oben halt der USB im Eimer ist. Ganz ehrlich, wer braucht da noch USB, oder? Ich habe hinten, was war das? Entschuldigung. 2,4 glaube ich drauf. 2,4. 6 Stück. Ne? 4 2.0 und zweimal. Mein Gott. Ganze Luft hier von dem Dreck, der da in der Luft lag. Also 4x 2.0 und 2x 3.0 habe ich auf jeden Fall. Ja, reicht auf jeden Fall für das Nötigste. Gut, wie gesagt, danke fürs Zugucken. Ne, schreibt mir wirklich mal, was ihr dafür heute noch an Geld hinlegen würde. Mann, ich gucke, dass ich jetzt unter die Dusche komme, weil ich fühle mich dreckig nach dem ganzen Kram hier. Ich meine, guckt euch das erste Video an, wie viel Dreck da drin gesteckt hat und wie der natürlich jetzt aussieht. Ne, Kabelmanagement war ja zum Glück schon sehr gut organisiert. Da musste ich ja nichts tun. Ich hätte es natürlich hinten noch ein bisschen weiter aufräumen können, aber da hinten brauche ich eh keine anderen Festplatten. Daher läuft das alles. Gut, danke fürs Zugucken. Ich will hoffen, euch hat es gefallen. Ich zeige ihn euch noch mal eben. Ne, da sieht man jetzt auch die LEDs. Das war der Nvidia Cool Master Tower. Das Ding geht auf und zu, das weiß ich schon. Ob es selber läuft, weiß ich noch nicht. Aber wie gesagt, das war der Trödel. Tja, Pfund für kleines Geld. Bis dahin, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Euer Dirk.